Das geschah beim letzten Mal. Und so geht es weiter. Herzhaft. So, da sind wir wieder. Bei der nächsten Folge Resident Evil Not a Hero. Wir haben gerade den Typen aus der Zelle befreit. Befreit. Also wir haben ihn. Wir haben den Filter gekriegt, sagen wir mal so. Und so ein dicker, nicht abschlachtbarer Typ war da, der echt genervt hat. Weil Munitionsverschwendung eigentlich. Und jetzt geht's weiter. Zweite Folge. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Abo da und dann wisst ihr Bescheid. Mal gucken, was hinter Tür Nummer 1 ist. Schlüssel kriege ich wieder nicht. Ich hätte vielleicht die Münzen noch da lassen sollen. Das mache ich nochmal eben. Bevor ich den Platz brauche. Ich habe immer Angst, wenn ich die Türen aufmache, dass dahinter plötzlich so ein großes Vieh steht. Die Münzen können hier bleiben. Die können hier bleiben, das kann hier bleiben. Die, da habe ich so viel von. Nervengranaten, die würde mich mal interessieren, was da, wie die funktionieren. Aber mal gucken. Die brauchen wir bestimmt noch bei irgendeinem Riesenvieh wieder. Ich kenne das doch von Resident Evil. So, da hinten komme ich nicht rein, also hier. Bildsport, was denn sonst? Münze liegt hier nicht. Da ist eine Sprengfalle dran. Oder sowas. Das sind Minen. Liegt eine Granate. Hohe Regeneration, also mit den Minen aufhalten. Denke ich mal. Und alle in alle Richtungen sprengen quasi. Okay, das funktioniert nicht. Hier kommt er wieder nicht hinterher? Okay. Das sind, glaube ich, gar keine Minen oder so, ne? Stimmt, dieser Ton oder sowas wahrscheinlich. Was, jetzt ist er weg, oder was? Thank you.
Mein Glück weiß ich überhaupt nicht, wo ich hinlaufe. Nachtsichtgerät, okay. Nachtsichtgerät, das ist hier mal eine andere Funktion. Für eine Bildverstärkung und eine bessere Sicht. Okay. Taktik, würde speziell für den Kampf gegen. Was sieht Weber bei der Gruppe? Setzen wir auf der Toxifer, das ist eine Zellmembran auf dem Netz zerstört, sondern auch die Relation der verlorenen Gewebe verhindert. Okay, der Zähler. Ah, ist klar, cool. Drei Schuss. Mit den Ramrods solltest du die weißen Varianten erledigen können. Gut. Das auch mal Munition wechseln. Damit G. Muss ich da runter? Wahrscheinlich muss ich da runter. Was ist das für ein Bergwerk, ey? Ganz ehrlich. Keine Stromversorgung. Zwar keine Ahnung. Ach so, die Pfeile waren noch da aufgezeichnet. Okay. Da fahren zwei runter und einer hoch, aber ich weiß nicht, wie ich reinfolge. Zwei und der in der Mitte runter. Okay. Ah, hier. Stellt sich auch an, diesen Hebel da runter zu drücken. Was habt ihr denn jetzt für ein Problem hier? Ja, ich habe ich. Oh nein.
Ernsthaft? Ernsthaft? Wieso kommt denn da... Wie soll ich denn da rauskommen? Was für vielleicht... Wenigstens gab es da einen Autospeicherpunkt. Hier jetzt raus. So. Die Homeboxen cool. Okay, jetzt bin ich hier. Gott, das ist das unverständlich. Ach, ich bin raus. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das sage, ich bin raus, dann kriege ich auf die Fresse. Was habe ich hier noch gefunden? Dietrich. Okay, Dietrich. Dann, wie viel habe ich jetzt? 5. Ich hab noch 3 Schuss davon. Cool. Okay, das ist 3. Was kriege ich hier dafür? Stereo erhöhte Dauer von maximaler Gesundheit und die Nachladegeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit gefällt mir im Moment mehr. Da werde ich mal die Münzen für benutzen. Nachladegeschwindigkeit erhöht. Sehr gut. So, ein weiteres Mal speichern.
Und dann, war es das schon wieder für diese Folge. Wieder einen weiteren Raum geschafft. War sehr stressig, aber ich wünsche, was wünsche ich denn? Ist Quatsch. Ich sag bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.